Ein Hoch auf unseren Busfahrer, 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 ein Hoch auf unser Busfahrer, ich lebe hoch. Bevor ihr mich verurteilt, lasst mich mal kurz erklären. Ich habe diese Figur im Rossmann für 11,95 entdeckt. Ich habe mich ja strikt geweigert, die 14,95 Kosten mitzumachen, die diese neuen Figuren zum aktuellen Star Wars Film gefördert haben oder gefordert haben. Aber bei so einem Angebot konnte ich nicht Nein sagen, weil ich eigentlich aus der aktuellen Linie bis dato nur zwei Figuren haben wollte. Das war die Figur, die ich beim letzten Mal vorgeführt hatte, der Luke Skywalker im Alter und Bart. Und ich wollte auf jeden Fall so einen Kylo Ren ohne Maske haben. Und Kylo Ren, ja, der Schauspieler, und das ist echt Ironie des Schicksals, heißt Adam Driver und hat im hervorragenden Jim Jarmusch-Film Patterson mitgespielt, in dem er einen zart besaideten Busfahrer gibt, der nicht nur Gäste oder Fahrgäste zu ihrer Station bringt, zur Arbeit fährt und ein produktives Mitglied der sozialen Gesellschaft ist. Nein, in seiner Freizeit, in den Pausen schreibt er zarte Gedichte, produziert Kunst, tauscht sich mit Leuten aus in interaktiven Situationen. Ein wirklich, wirklich ereignisloser, hervorragender, menschlicher Film, den ich nur jedem ans Herz legen kann, aber er hatte zur Folge, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich Kylo Ren sehe, den Hauptbösewicht, zumindest aus den ersten der Fortsetzungen, an das Lied ist ein Hoch auf unser Busfahrer denken muss. Und ich hoffe, ich habe mit euren Hirnen jetzt mit dieser Sequenz nicht so viel Mist angestellt, dass ihr das Gleiche denkt und euch dann voller Freude bei der demnächst anstehenden Star Wars Premiere zur Film Nummer 8 erhebt und in Kanon eine Hoch auf unseren Busfahrer singt. Und wenn ihr das tut, dann schickt mir bitte ein Video, das würde ich gerne sehen. Und bevor ich es vergesse, ich bin der Celi und das hier ist die Sendung, in der ich euch in unregelmäßigen Abständen regelmäßig meine Flohmarktschnäppchen vorführe. Ja, es ist natürlich wieder länger her. Warum? Tja, das typische Gehassel um die Knete, die Arbeit kommt einem dazwischen und da war ich 2 Wochen lang krank. Ich hatte Männerschnupfen und trotz besseren Wissens bin ich dann doch immer wieder zwischendurch zur Arbeit gepilgert, weil das ja ohne mich nicht weitergeht. Tja, und während der Arbeit, wie das so ist, da fühlt man sich gut, und aber am nächsten Tag ist es noch schlimmer als vorher und deswegen zieht sich so eine Erkältung trotz besseren Wissens. Aber wenn man nicht mit Geld zwingt, was willst du machen, man muss ja sein Nerd-Hobby irgendwie finanzieren. Deswegen ist so manche Vorstellung nicht ganz so aktuell. Also ich werde gleich mit meinen Funden von der Spielemesse in Essen starten, auf der ich übrigens krank geworden bin. Ja, Rauchen macht krank. Auch Leute, die selber nicht rauchen, werden krank, wenn sie in Begleitung von Rauchern sind und ihre Pausen dann ständig im Kalten verbringen müssen, obwohl sie darauf ausgerichtet waren, mit leichten Klamotten durch die Gänge zu flitzen und bereit zu sein, Schnäppchen zu machen. Wie dem auch sei, ich habe auf dieser Spielemesse ein Schnäppchen gemacht, ich habe ein paar Flohmärkte mitgenommen, auf denen ich jetzt tatsächlich gegen Ende des Jahres mit der zunehmenden Zeit dann doch was gefunden habe. Heute war übrigens auch Wintereinbruch und ich war trotzdem unterwegs auf dem Weihnachts-Adventsmarkt in Hahn und habe da was gefunden, habe da echt Zufallschnäppchen in der einen oder anderen Videothek gemacht. Man glaubt es nicht, dass es die noch gibt, hauptsächlich im Ruhrgebiet. Und ja, auch sonst noch ein, zwei Sachen wie Filme und Hot Wheels Funde, die ich gemacht habe, die ich euch dann halt entsprechend in chronologischer Reihenfolge vorstellen will. Mama, Papa, Ball, da verspricht er sich wieder, der alte Mann. Ja, wir fangen dann einfach mal mit meinen Funden auf der Spielemesse an und ich erspare euch das Genöle von wegen, das wird immer schlechter und so weiter und so fort, dass die Comic-Action, die da angeschlossen ist, eigentlich jetzt nur noch aus 3 Ständen irgendwie besteht, vollkommen blödsinnig, dass das immer vernerdigter wird, irgendwie 90% irgendwelche Dungeon-Crawler jetzt präsentiert werden und irgendwie das Artwork irgendwie sich immer mehr ähnelt, also der Tod des Individualismus irgendwie steht uns bevor. Hatte trotzdem meinen Spaß hier mit meiner Begleitung und wir haben das ein oder andere Beispiel angetestet und deswegen habe ich dann tatsächlich an einem russischen Stand, Wladimir, etwas mitgenommen, und zwar dieses Spiel mit dem klangvollen Namen Tubirint. Ja, um die Vorurteile zu schüren, natürlich, da es Russen waren, muss es natürlich so ähnlich wie Tetris sein und das ist es auch. Man hat die Aufgabe, anhand von verschiedenen Plänen in einer gewissen Zeit Wasserleitungen zu legen. Also man hat dann verschiedene zur Verfügung, also von Kupferrohren, Holzrohren etc. pp. Man hat hier auch so eine tolle Eieruhr.
alles auf so einem tighten Budget gemacht, aber der Spielspaß ist echt garantiert. Also du wirklich, du stapelst in der Zeit und was ich halt zugeben muss, obwohl ich das Spiel sehr schätze, war ich immer der absolute Loser. Also irgendwie mit 4 Leuten haben wir das gespielt und ich bin immer als letzter fertig geworden, aber ich hatte Begeisterung. Also ich war sehr begeistert. Also es hält mich davon nicht ab, sowas zu spielen, auch wenn ich schlecht bin. Da gibt es auch ein anderes so ein Spiel, das heißt King Domino, da bin ich auch immer der Letzte, aber ich erfreue mich immer daran, dass ich mein schönstes Schloss immer da baue, beziehungsweise das schönste Königreich immer habe, aber trotzdem immer verliere. So ist das. Und Tubi Rind hat mich dann, glaube ich, weil es auch der letzte Tag war und die noch ein paar Restbestände hatten, nur 10 Euro gekostet. Das ist es mir wirklich wert und das ist ein Spiel mit viel Liebe gemacht und man kann es auch tatsächlich so ein bisschen alleine spielen zum Rumlegen. Ja, manche von euch werden sich auch meine letzte Sendung angeguckt haben. Die war ja in 2 Teile aufgeteilt, super lang und dann habe ich mit meinem Kumpel Peter über den Zöpkesmarkt in Solingen philosophiert und dann auch so ein bisschen haben wir beschlossen, wenn es die Zeit jetzt erlaubt über die Wintertage und wir ein bisschen mehr Zeit auf der Hand haben, dann machen wir mal wieder was zusammen. So eine Idee war halt einen Podcast über eine Hörspielserie zu machen mit dem Namen Commander Perkins. Diese Serie, wie der Peter sagte, war so ein Vehikel, um Perry Rhodan Romane, die es ja heute noch gibt und heute gibt es auch Comics. Ich weiß nicht, ob die Serie inzwischen eingestellt wurde, weil ich sie nicht so toll fand. Zu promoten und dass irgendwie neues Publikum da herangezüchtet wurde. Also eine einfache Science-Fiction-Saga und wie es der Zufall wollte. Auf der Spielemesse habe ich dann einen Stand gefunden, der halt diverse Preziosen verkaufte, unter anderem diese Hörspiele. Und es ist halt die abgeschlossene Reihe in 9 Teilen. Die Verkäuferin wollte 3 Euro pro Stück. Ich habe mich dann, also wären entsprechend 27 Euro, habe mich dann so ein bisschen rausgewagt, weil es halt nicht so eine Umgebung ist, wo du so großartig handeln kannst. Und sie dann doch auf 25 Euro immerhin gedrückt. Und das halte ich für einen sehr guten Preis für so eine alte abgeschlossene Sci-Fi-Serie. Ich habe da bis dato nur so ein paar Platten gehabt und hatte als Kind diese Folge und war immer sehr beeindruckt oder so ein bisschen erschrocken von diesen Tier-Mensch-Androiden, falls man das erkennen kann, der da irgendwie, dem da irgendwie die Gedärme oder Innereien Elektronen weggeschossen werden. Das hat mich immer sehr beeindruckt, dieses gemalte Titelbild. Und ich bin mal sehr gespannt, ob ich und der Peter was Produktives rauskriegen, obwohl wir halt für uns schon beschlossen haben, wenn wir halt so eine vielleicht etwas regelmäßigere Reihe über Science-Fiction Stories irgendwie machen, dass wir vielleicht mit etwas, etwas populärerem einsteigen, also dann mindestens irgendwie mit Captain Future oder Kampfstein Galactica. Da sind halt Möglichkeiten offen, aber das hatten wir so in der Hinterhand auf jeden Fall geplant und ich habe mich sehr gefreut, das gefunden zu haben. Was habe ich noch gefunden? Spielemesse atypisch. Ich habe Filme gekauft. An so einem Stand, der wollte 2 Euro pro Film, hab da lang rumgesucht, hab dann irgendwie die 2. Season von Tooltime da liegen lassen, weil ich das in meiner Jugend so oft geguckt habe, dass ich jede Folge mitsprechen kann und nicht bereit bin, mir das in den nächsten 10 Jahren nochmal anzugucken. Das heißt, ich habe mich für folgende Sachen entschieden. Einen Rutger Hauer Klaller, scheint eine deutsche Produktion zu sein, da sehr viele deutsche Schauspieler mitmachen. Unter anderem der Erzbösewicht Horst Frank hier in der Ecke mit einem Colt oder einer Pistole zu sehen. Aber ich habe es halt hauptsächlich wegen den guten hier Rutger Hauer gekauft. Selten, dass man einen Film von ihnen und so einen alten für 2 Euro nimmt. Das halt scheint so ein Krimi-Thriller zu sein. Bin ich sehr gespannt. Nett in so einem Schuber. Ole ole. Da zahlst du gerne mal 2 Euro. Und als Nicolas Cage noch gut war, so eine Sammlung an 3 Filmen. Besonders gut finde ich Spiel auf Zeit, das ist von den 3 mein Lieblingsfilm. Nicht schlecht fand ich hier Im Körper des Feindes mit dem Sekten-Travolta. Wozu ich leider nichts sagen kann, ist hier anscheinend auch mit Angelina Jolie in einer frühen Rolle noch 60 Sekunden. Den habe ich nie ganz gesehen, also da weiß ich nicht, ob das dann schon mit ihm bergab ging, bevor er bekloppt wurde. Naja, aber für 2 Euro dachte ich mir, kannst du die mal mitnehmen, da ich keinen dieser Filme bislang auf DVD besaß, nur eben hier Im Körper des Feindes auf Laserdisc. 2 Euro ansprechender Preis, würde ich sagen. Was nicht so ein ansprechender Preis war und eigentlich in dem Sinne dann halt kein Schnäppchen ist, ist dieser Fund, den ich gemacht habe, DJ Boy, für den amerikanischen Sega Mega Drive, sprich den Genesis, wie er dort heißt, habe ich 15 Euro über die Theke gehen lassen. Da war ich ein bisschen großzügiger als der sonstige Geizknochen, der ich bin, was folgende Bewandtnis auf sich hat. Ich habe von diesem Spiel die europäische Version und die japanische Version auch in Box. Und
Ja, das Spiel, das ist ganz okay, ist ein Prügler. Und da denkt man sich, hey, warum gibst du dann 15 Euro aus für so ein Spiel, was ganz okay ist? Das hat folgende Bewandtnis einfach auf sich. Dieses Spiel wirft oder weist sehr starke Unterschiede zur Region-Ausgabe aus quasi. Also die europäische Version hat leichte Unterschiede zur amerikanischen, japanischen. Manche Sachen sind zensiert, manche nicht, manche so ein bisschen auf den Kulturkreis halt angepasst. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend und da würde ich mir gerne mal den Vergleich live ansehen. Interessierte können ja hier mal bei YouTube DJ Boy angeben. Vielleicht gibt es da eine interessante Historie, die das so ein bisschen beschreibt, was dann eben entsprechend verändert oder zensiert wurde. Also so ansonsten ist es halt so ein durchschnittlicher Prügler über einen Jungen auf Rollschuhen. Warum nicht? Am gleichen Stand hatte mich interessiert, aber da wollte ich mein Budget nicht sprengen für das Master System Back to the Future 3 für 15 Euro. Das habe ich mal liegen lassen. Ist halt die Frage, ob ich das nicht hätte auch mitnehmen können. Aber das ist nicht die einzige schlechte Entscheidung, die ich hier in der heutigen Folge gemacht habe. Lasst euch mal überraschen, was ich mir so durch die Lappen habe gehen lassen. Ja. Das war's zur Spielemesse und bevor ich wieder irgendwie was anderes sage, wenn ich Begleitung finde oder mich Leute dann auch fordern, dann wieder hinzugehen nächstes Jahr, werde ich wahrscheinlich wieder am Start sein und dann wieder rummosern, wie doof das ist, aber dann doch die ein oder andere Sache finden, hoffentlich, und werde nächstes Jahr schlauer sein und mich ein bisschen wärmer anziehen, um nicht krank zu werden. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich dann tatsächlich, so heißt ja die Sendung, Flohmarkt-Champion eines Nerds, auf Flohmärkten erfunden habe. Ich war halt auf meinem gängigen Home-Turf unterwegs, wie das so schön heißt, und habe zunächst auf dem Flohmarkt in Hilden bei der Selgros, die früher Fegro hieß, ein paar Sachen aufgegriffen. Unter anderem, momentan bin ich so auf dem PlayStation 1 und Xbox, also Original Xbox Trip, und habe da viele, ja, Erfolge, sage ich mal, online gefeiert in letzter Zeit, aber auch dann halt auf dem Flohmarkt. Unter anderem habe ich diese beiden Xbox-Spiele in sehr gutem Erhaltungszustand gefunden. Also wahrscheinlich war ich angefixt, weil ich ja bei der letzten Sendung halt diese alte Xbox gekauft habe, ja, Bibliothek an Xbox-Spielen so ein bisschen zu erweitern. Und an einem stand eben Metal Gear Solid 2 und Tony Hawk's Pro Skater 4 entdeckt. Sehr guter Zustand, vielleicht sieht man das dann auch. Also Originalanleitungen sind dabei und die DVDs, die drin sind, sind auch vollkommen kratzerfrei, fand ich spitze. Verkäuferinnen oder Verkäufer wollten 4 Euro pro Stück und ich habe die beiden dann für 6 Euro tatsächlich mitgenommen. Die sagten noch so, ja, Hauptsache sind weg und ich möchte jetzt nicht länger handeln, und hat geklappt und beide dann für 6 Euro, was ich echt für einen soliden Preis dafür erachte. Auf dem gleichen Flohmarkt habe ich dann ein paar Filmschnäppchen gemacht. Für 1 Euro, auch wieder Futter für meine Rutger-Hauer-Sammlung, obwohl ich glaube, dass ich das habe, ist eine Trilogie. Also der Stand hat dann tatsächlich alle DVDs für 1 Euro rausgehauen. Das waren halt so Restbestände, die der hatte, halt diese Trilogie. Wow, hier Charlie Sheen, Dolph Lundgren und Rutger Hauer auf einer Actionbox. Es wird immer geiler und explodiert. Es geht aufwärts, Freunde. Jedenfalls, bezeckend habe ich, glaube ich, schon als Standalone-Disc und habe mich dann eher hierfür entschieden, wegen Cover-Up mit Dolph Lundgren und Made of Steel, dieser Motorrad, sage ich mal, Hells Angels-Saga, was es auch immer ist, obwohl ich Charlie Sheen irgendwie nicht wirklich leiden mag. Aber für 1 Euro nimmst du sowas mit. Ganz interessant. Hier. Ja, ist jetzt nicht, sondern noch hat jemand ganz fleißig noch so eine Moviecard mit eingelegt. Ist halt so eine Hülle, wo 3 DVDs hintereinander reinpassen. Das sieht man jetzt auch nicht so oft bei solchen Gassenhauer, will ich es mal formulieren. Ja, der Rest an Filmen erschloss sich dann halt wieder aus Futter für meine Action-Sammlung. Hier einmal Van Damme's, Jean-Claude Van Damme's Six Bullets, den ich glaube ich noch nicht hatte, obwohl ich momentan ehrlich gesagt so ein bisschen da die Übersicht verloren habe. Wird Zeit, dass ich euch meine DVD-Sammlung zeige, damit ich mir das auch selber merke. Für 1 Euro auch. Weiter im Programm, was ich nicht hatte, so eine Special Edition auf DVD von Predators, ist zweimal drauf. Ist so ein bisschen obsolet. Was macht das zur Special Edition? Hier ist eine DVD dabei, wo Digital Copies drauf sind, wo man eben entsprechend Sachen dann halt auf PC, PSP, also die alte Portable PlayStation, iPod und iPhone übertragen konnte. Für mich hat das nicht viel Wert, aber vielleicht ist es ein historisches Dokument der Zeit, das dann in meine Sammlung einfließt zu Predators. Ist halt mit dem Adrian Brody, so ein Charakterdarsteller.
der mich sehr, sehr oft enttäuscht hat in letzter Zeit, aber auch viele Filme gemacht hat, die mich eben begeistert haben und auch einfach dieses durch seine Nasenbärigkeit einen ja, sehr schönen Charakterkopf eben hat. Und Predators war noch gutes Actionkino. Das war auf jeden Fall, habe ich den im Kino gesehen und es war schon ein Aufstieg im Vergleich zu Alien vs. Predator. Ich mag die Reihe einfach, das ist halt 80er Jahre bzw. End-70er Jahre Action. Kino, was ich sehr zu schätzen weiß, und dann habe ich den mal mitgenommen für 1 Euro, um halt die Alien-Saga-Sammlung so ein bisschen aufzupolstern, zu vervollständigen. Ach, übrigens, den aktuellen Alien, der ist ja jetzt auch auf DVD raus, den muss ich mir noch besorgen, der soll ja nicht schlecht sein. Ja, und zum guten Letzt, warum nicht, mal so ein Kifferfilm, habe ich in meiner Jugend auch mal sehr gerne geguckt, obwohl ich muss sagen, dass ich Cheech und Chong gar nicht so lustig finde. Also ich habe da irgendwann mal so eine Amsterdam-Geschichte gesehen, ist halt sehr altbackener Humor, aber ich habe eine Schwäche für viel Rauch um nichts und weiß ich nicht, auf wie viele Filme die es gebracht haben. Es gab, glaube ich, noch mehr Rauch um nichts. Dann gab es diesen Piratenfilm mit denen und ja, Cheech Martin heißt der, glaube ich, kennt man ja auch aus anderen Filmen, unter anderem hier From Dusk Till Dawn und hier den guten Chong kennt man unter anderem als bekifften Fotoladenbesitzer aus den wilden 70ern beispielsweise. Naja, also ist eine Kultkomödie, da wusste ich gar nicht mehr, ob ich sie habe oder nicht. Irgendwer hatte mir dann auch irgendwie erzählt, dass die erstaunlicherweise FSK 18 ist, wahrscheinlich wegen Drogenkonsumverherrlichung. Nicht jeder Gag sitzt, man muss halt entsprechend irgendwie aufgelegt sein, um sich diesen Film reinziehen zu können. Enough said. 1 Euro. Ja, weitere Flohmarkt-Schnäppchen. Es geht weiter, es geht weiter. Und zwar war ich letzte Woche, ist wieder ein Tipp vom Hetz gewesen, meinem guten Flohmarktkumpel und Kupferbecher. Der hat mich mal darauf hingewiesen, dass ein Bürgerhaus in Erkrath ist es, glaube ich, also in unregelmäßigen Abständen, das heißt hier unregelmäßigen Abständen, aber in größeren Abständen halt auch immer ein ganz netter Flohmarkt stattfindet. Ist halt immer schwierig, solche Tipps anzunehmen. Nicht, weil ich sie für verkehrt halte, aber man hat halt unterschiedliche Interessen und was für den anderen ein super Flohmarkt ist, ist für den anderen kein so toller Markt. Ich war auch erstmal so ein bisschen skeptisch. Ich fand es eine nette Location, aber so die Stände boten halt nicht viel für mich. Aber jeder Flohmarkt ist so gut wie der beste Stand oder interessante Stand. Und da gab es halt einen, der hatte ganz nette Filme an Start, für die ich mich aber doch nicht entscheiden konnte. Aber dann hatte er PlayStation-Spiele. Und ein Blick auf mich gezogen hat quasi schon so eine Oldschool-Compilation hier für die PlayStation 1, Namco Museum, erster Teil, alle sehr gut erhalten. Ich glaube, er wollte, lasst mich nicht lügen, 4 € pro Spiel. Und das wollte ich unbedingt haben. Dann habe ich so seinen Stapel nochmal durchgeguckt. Also hier Namco Museum, also ganz klassische Spiele sind drauf. Rally X, New Rally, Pole Position, das war das erste Rallye-Spiel, was ich jemals in meinem Leben besessen habe, auf dem Atari 2600. Pac-Man und ja, Bosconian kenne ich gar nicht, aber Gallagher ist halt auch so ein Oldschool-Shooter Deluxe. Also hinten drauf, das wollte ich halt haben. Und dann habe ich nochmal geguckt, was ist dabei. Meine alte Taktik, ein bisschen so einen Stapel machen und dann den Preis drücken. Sonst fällt mir das immer sehr, sehr schwer. Habe dann eher ein, ja, kuriosen Spiel mitgenommen. Duke Nukem, Land of the Babes, gilt halt nicht unbedingt als gutes Spiel, aber ist halt auch wieder so ein Produkt seiner Zeit. Könnte man sich mal angucken, da hat man seinen Spaß dran. Und zu guter Letzt ein Spiel einfach, für das ich mich entschieden habe, weil es mir so fremd vorkam und außergewöhnlich vorkam. Es ist so ein Entdeckungsspiel hier, Amerizone. Das Testament des Forschungsreisenden hört sich jetzt nicht sehr spannend an. Hier auch mal selten mit so einer Doppel-CD innen drin. Weiß ich nicht, sowas lasse ich mir da nicht entgehen, wenn man mal doch, man wirklich, wenn man mal PlayStation-Spiele findet, dann sind das irgendwie 20 Mal Tomb Raider oder so und wenn man dann, oder Sportspiele, die da übrig bleiben. Und wenn man dann sowas mal sieht, dann denke ich, da musst du mal zuschlagen, um dir dann einfach mal anzugucken, worum es da geht, weil ich vorher von diesem Spiel auch noch nie gehört habe. Und
durfte diese Spiele, die sonst 12 € gekostet hätten, da sie einzeln 4 € gekostet haben, ja, Mathelehrer und so, für 10 € mitnehmen. Aber von dem Mathelehrer ist es bei mir nicht weit her. Und als ich die dann durchgesehen habe und ein bisschen gereinigt habe, habe ich dann quasi noch einen Bonus entdeckt. In einer dieser DVD-Hüllen, also in dieser PlayStation-Hülle, war noch hier gut erhalten von Resident Evil der Director's Cut mit drin. Habe ich zwar schon, aber gut, dann hat man Ersatz oder vielleicht mal was zu tauschen, wenn man mal auf so eine Börse geht. Ist doch alles gut, ne? Kleiner Bonus, ne? Würde ich gar nicht drum meckern, ne? So, weitere Flohmarktfunde hier in meiner näheren Umgebung, da habe ich mich jetzt nicht echt nicht aus dem Fenster gelehnt. Das sind halt immer die Flohmärkte, die ich auch immer sonst anpreise, zu denen ich halt gehe, ne, damit ich leicht zu entdecken, schon bin ich gesichtet worden und schon fangen die Leute an, vor mir da zu sein und mir die Sachen wegzukaufen. War ich auf dem Hallenflohmarkt in Hahn. Aber jetzt schon seit einiger Zeit, also ich habe irgendwie die ersten 3, 4 Male, der hat immer Sommerpause, die habe ich irgendwie verschlafen, einfach weil ich da arbeiten musste. Und jetzt hatte ich in den letzten Wochen ein bisschen die Gelegenheit, auch mal Samstag hinzugehen. Dann habe ich so verbunden, dass ich Samstag einkaufen war. Nehme meine Mutter oft zum Einkaufen mit, zwecks mangelnden Führerscheins und so weiter und so fort. Und dann wickeln wir das einfach ab. Das finde ich immer ganz nett. Und jedenfalls ist es dann halt ein To-Go-Place, in dem ich eigentlich nichts finde. Also ich habe immer so den Eindruck, meine Mutter hat da Spaß da zu sein. Die trifft einmal auch so eine Arbeitskollegin da und die tötern dann immer. Und ich bin dann halt so da und denke mir, ja Mutter, ich muss ja auch bald nach Hause fahren. Mach mal hin jetzt. Vor allem ist es dann halt so, wenn ich dann meine Mutter mitnehme, dann fährst du dann noch in 5 Läden, was ich sonst nie mache. Ich muss dann nachträglich nochmal einkaufen fahren, weil ich dann irgendwie absolut genervt bin. Weil die da irgendwie, meine Eltern haben da gar keinen Plan, was sie sich da so kaufen oder was sie für die Woche brauchen. Aber egal, ich schweife wieder ab. Jedenfalls bin ich da ein paar Mal gewesen, ohne überhaupt was zu finden. Dann fing es langsam an mit ein paar Modellautos, sehr übersichtlich. Hier, ich glaube, Geekbeat heißt der junge Mann, der mich da jetzt auch so ein bisschen herausfordert und jetzt so ein paar Sammlungen zu seinen Matchbox-Autos eben gemacht hat. Das muss ich mir überlegen, wenn ich dazu komme. Ich will dann halt auch definitiv mal so etwas, ja, ich habe viel vor, das sage ich immer und komme nie dazu, aber es steht halt noch bevor. Das heißt, ihr werdet lange, lange Freude an dieser Sende, an diesem Kanal haben, weil die Ideen sind vorhanden, nur die Zeit irgendwie nicht. Jedenfalls war ich als Kind kein Autoliebhaber, bin es heute noch nicht. Also ich kann euch erzählen, ich bin kein schlechter Autofahrer, glaube ich. Ich habe sogar mit Studium teilweise damit finanziert, dass ich als Fahrer gearbeitet habe. Ist wahrscheinlich immer noch gar kein Beweis, aber ich glaube, da wirst du nicht umsonst irgendwie ausgewählt oder befähigt sein. Aber ich habe nie so eine innere Liebe zu Autos entwickelt. Das waren für mich oder sind für mich immer Objekte, die einen von A nach B bringen. Wo ich ein bisschen schwach werde, sind wirklich Oldtimer oder Autos aus vergangenen Zeiten, schon aus den 80ern mit Chrom, so alte Mantas finde ich auch geil. Also sowas regt mein seine Aufmerksamkeit, aber fahren, ich werde gern gefahren, wenn das möglich ist, habe ich auch absolut kein Problem mit. Also sehe fahren auch, habe auch keine sonderliche Freude an Geschwindigkeit, also sie dienen den Zweck. Das heißt, schon als Kind war ich kein besonders großer Autofan, habe Autos halt nur gegeneinander knallen lassen und die angezündet und hatte entsprechend dann später keine mehr und die ich hatte, die wurden vererbt, habe ich irgendwie geschenkt bekommen von älteren Nachbarskindern, unter anderem war es dieses Auto, das habe ich mir dann jetzt halt mitgenommen, weil es in sehr gutem Zustand war. Es ist, glaube ich, ein Ford, oder? Ja, tatsächlich ein Model Ford, so ein altes Modell. Also von Matchbox. Da sammle ich dann tatsächlich bei diesen alten Modellen halt tatsächlich immer diese Matchbox-Autos, weil die ich schön finde. Obwohl ich sagen muss, dass ich die aktuellen Modelle von Matchbox halt nicht so super finde. Die sind sehr bieder, aber auch irgendwie nicht so bieder, dass sie klassisch sind. Ich war dann eher so ein Kind, was du mit Autos locken konntest, die irgendwie Action bringen konnten. Und das war bei Hot Wheels zu finden. Und deswegen habe ich eigentlich bei diesem Konvolut zugeschlagen. Also alle 4 Autos habe ich dann, inklusive dem hier halt, für 2 € gefunden. Und das hier ist auch wieder so ein Crack-Up-Modell. Ja, hier keine Drogen, sondern das hatte die Bewandtnis, die sind halt von Mattel, die Hot Wheels. Es gab halt so Masters of Universe-Figuren, Skeletor und He-Man, die hatten hier so einen Brustpanzer und wenn du da aufgehauen hast, dann kam eine Kerbe, nochmal draufgehauen, dann kam 2 Kerben und dann konntest du es wieder reparieren. Und genau das gleiche System, entweder war das hier vorher da, im Jahre 83, schätze, die könnten tatsächlich, also die Action-Features könnten tatsächlich den Wagen hier entnommen gewesen sein. Und zwar, wenn du hier drauf haust, dann erscheint hier so eine
so eine Delle in der Seite. Und dann kannst du es reparieren und die gab es an der Seite, von oben, von hinten, von vorne. Die waren ganz nett, sowas hat man aus in der Regel. Und dann gab es halt auch noch so Biester auf der Straße mit Rädern und halt irgendwie die letzte Dame konnte meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber ansonsten haben mich Autos auch damals kalt gelassen. Aber jetzt bin ich großer Hot Wheels Sammler, hauptsächlich aber bei interessanten Autos der Vergangenheit oder eben mit Filmthemen, wenn da welche involviert sind, das 100. Batman-Mobil, Simpsons-Auto und so weiter und so fort. Das war halt noch ein Fund, da gehe ich noch am Ende der Sendung mal drauf ein, um euch mal so ein paar aktuelle Hot Wheels zu zeigen. Weitere Flohmarktfunde, auch aus diesem Flohmarkt, aber nicht, das war ein Besuch, ein weiterer Besuch war jetzt gestern, tatsächlich. Ja, alle Funde, die ich habe, habe ich jetzt innerhalb von 2 Tagen gemacht, deswegen mache ich jetzt die Sendung. Und an einem Stand diese Videospiele entdeckt. Einmal hier Valley Country Club. Ich bin ein Langweiler. Ich mag irgendwie Golfspiele. Tut mir leid, die versuchen alle Leute loszuwerden für billig Geld, aber ich mag Golfspiele, Fischen und so weiter irgendwie und Eishockey. Das macht mir irgendwie Spaß. Ich weiß auch nicht warum, im richtigen Leben nicht wirklich, aber so als Videospielversion macht es mir wirklich Spaß. Das andere halte ich für einen Kracher, weil ich ziemlich sicher bin, dass ich es leider für den Nintendo 64 bis jetzt nicht hatte, aber auf jedem anderen System versuche ich NBA Jam zu haben, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, also es ist immer 2-2 Basketball, bei dem weiß ich nicht, ob hier nicht sogar mehrere Spieler involviert sind, also jedes NBA Jam, das ich kenne, macht auf jeden Fall bolle Spaß, ist so ein arcade-lastige Basketball-Simulation ist falsch, aber ein Basketball-Spiel mit Durchsage, he's on fire, sowas begeistert mich, deswegen war ich auch immer früher Ridge Racer Fan und nicht Gran Turismo Fan. Und auch am gleichen Stand, das hat eigentlich zunächst seine Aufmerksamkeit auf mich gezogen, auf sich gezogen, wie auch immer, Robotech The Macross Saga. Ich bin großer Macross Fan. Einer meiner ersten Transformer war tatsächlich ein Macross Transformer, bei dem ich auch dringend mal was bei meiner vergessenen Actionfiguren-Serie bringen muss. Bevor ich überhaupt irgendwelche anderen Transformers hatte, hatte ich diesen Macross Transformer und unter dessen Schatten standen eigentlich alle, die danach kamen, weil das so ein geiles Gerät war. Und hier gibt es eine richtig tolle Film- und Anime-Reihe zu Macross, hier irgendwie so ein bisschen als Robotech verhackstückelt und rausgebracht. Es gibt auf der PlayStation 2 und Xbox und auch anderen, sage ich mal, Plattformen gibt es Spiele dazu, die sind alle essig. Ich erwarte mir hiervon auch nicht viel. Ich schätze, das wird halt irgendeine Shooter-Version sein. Der Verkäufer wollte für die N64-Spiele jeweils 4 Euro haben, für das Advanced-Spiel 3 Euro, war so ein kleiner Ausverkauf seinerseits, aber der Rest bestand dann tatsächlich nur aus Sportspielen. Und statt 11 habe ich die 3 Spiele dann für 10 Euro mitnehmen dürfen. Yo! Und zu guter Letzt auf diesem Flohmarkt, Pippi Langstrumpf. Es ist Weihnachtszeit, Freunde. Ich werde sentimental. Ich habe mir neulich die Märchenbraut bestellt und Frankensteins Tante. Und ja, zur Weihnachtszeit brauche ich Kinderserien. Und dann Pippi Langstrumpf habe ich lange die Augen nach aufgehalten zu einem vernünftigen Preis. Da war ein Mädel, die war echt nett. Weiß ich nicht, wollte sie wahrscheinlich das Taschengeld aufbessern und so weiter. Da meinte sie, ja, ich hätte gern 10 Euro für die Box. Ich bin dann auch total runtergegangen und so weiter und so fort. Hat mich irgendwie überzeugt. Vielleicht hätte ich dann doch nochmal auf 8 Euro drücken können, aber muss ja nicht auf Biegen und Brechen den Leuten von den Kopf knallen. Auf jeden Fall habe ich 10 Euro für diese Box mit allen 4 Filmen plus tatsächlich eine Astrid Lindgren Dokumentation. Ich habe dann tatsächlich auch irgendwann mal während meines Studiums meine Hausarbeit über Astrid Lindgren geschrieben. Ideologien und so weiter und so fort. Jedenfalls die ganze Box für 10 Euro mitgenommen und gut ist, jetzt muss ich wenigstens, es ist glaube ich so ein Ding, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr jahrelang oder über geraume Zeit Ausschau nach was haltet und dann jedes Mal drüber nachgrübelt, was war das, machst du das und dann 100 Mal nach diesen Sachen guckt, dann denkt ihr, ja komm, jetzt nimmst du es mal mit, dann hast du es mal von deiner Liste abgehakt und das war bei Pippi Langstrumpf einfach der Fall. Ich bin großer Astrid Lindgren-Fan, jetzt nicht nur für Pippi Langstrumpf, sondern auch den anderen Sachen, auch den ernsteren Sachen, Gebrüder Löwenherz, bei denen ich immer flenne und Mio mein Mio bin ich auch am Flennen wie Schlosshund. Und ja, so ist das eben. Jetzt kommen wir noch zu kuriosen Videothekenfunden, die ich gemacht habe. Also es ist tatsächlich passiert, ich habe Sachen in der Videothek entdeckt. In 2 Videotheken, ungeahnterweise, also geahnterweise schon, ich war hier in Solingen bei den Videogriechen und habe dann endlich mal
dann schon auf Blu-ray, weil ich Trainspotting halt auch nur auf DVD hatte, unter dem Stern kann den ersten Teil T2 Trainspotting mitgenommen. Wird unterschiedlich angenommen, wie ich mitbekommen habe. Ich fand ihn toll. Ich fand Trainspotting den ersten Film. Das war so ein Film, der den Zeitgeist auch wieder gespiegelt hat, bis zum gewissen Grad. Ich bin auch einer, der heute noch ja, alt wird und mit Trainingsjacke teilweise rumläuft. Kennt ihr das auch, dass ihr irgendwie glaubt, dass eure Generation irgendwie härter als die aktuelle war? Ich glaube, der weicheste Weichei von damals war irgendwie härter als jeder Typ heutzutage. Aber es ist eine andere Geschichte, da möchte ich gar nicht drüber reden. Aber ich fand es ich hätte keine Fortsetzung von Trainspotting gebraucht, aber so wie sie gemacht wurde, fand ich sie gelungen. Also knüpfte an, hat gezeigt, wie das Altwerden ist, trotzdem mit so einem Augenzwinkern. Ich habe ihn gemocht, viele mögen ihn nicht. Ja, vielleicht ist das so eine Generationenfrage. Wenn ihr Millennials seid, werdet ihr den wahrscheinlich gar nicht mögen und eher auf die schockierende Wirkung von dem ersten Teil zurückgreifen wollen, obwohl der auch seine Schockmomente hatte, teilweise. Aber der erste irgendwie dann doch irgendwie so inhaltlich zwischenmenschlich eben härter war. Aber falls ihr seinerzeit im Alter wart, den im Kino sehen durftet, dann schätze ich mal, werdet ihr ihn eigentlich zum großen Teil mögen. Genug davon, ich habe ihn für 4 € mitgenommen. Fand ich einen guten Preis, der war ziemlich weit nach links gerutscht. Dann war ich zufällig beruflich in Bergkamen unterwegs. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, nicht Bergkamen, Bergkamen. Wie auch immer, ich meine, es wäre im Ruhrgebiet gewesen, nicht, dass ich die Stadt total verwechsle. Und da war ich in der Videothek und habe gesagt, boah, Mittagspause sofort halten, ich bin jetzt mal für eine Viertelstunde weg reingegangen. Eine Videothek mit ziemlich teuren Preisen. Also sie haben, glaube ich, auf jeden Film irgendwie 4 oder 5 € nehmen wollen. Die Filme boten es von der Qualität halt nicht her. Das heißt, ich habe zwar alle nochmal durchgeknödelt, durchgeguckt, aber die Preise waren halt nicht gut. Die Videospiele, die hatten, auch die klassischeren Sachen, waren einzeln durchgepriesen. Also da haben sie sich immer mehr Mühe gegeben, das Geld rauszureißen. Aber dann habe ich ein paar Funde gemacht, die dann doch angemessen waren. Und zwar in meinen Augen für 4 € Sly 3. Habe ich länger gesucht. Mag die Sly-Serie und hätte sie entsprechend gerne auch original. Jetzt habe ich den ersten und hier diesen dritten Teil. Suche ich noch den zweiten. Und wovon ich auch riesengroßer Fan bin, ist die Metal Slug-Saga. Ist halt so ein Run-and-Shoot, großartig, macht immer total anspruchslos, macht großartigen Spaß, super Grafiken. Ein Spiel, das man genießt und sich zurücklehnt und eben zockt. Wunder, wunderbar, wunderschön. Ich weiß halt nicht, wie viele Teile in Europa rausgekommen ist. Man hat die Anthologie und einzeln sind, glaube ich, in Europa nur zwei Teile, ich glaube 4 und 5 oder 5 oder 6, das weiß ich jetzt nicht, aus dem Kopf rausgekommen. Und damit hätte ich die europäischen quasi komplett und der Rest, der ist, glaube ich, zum größten Teil dann halt in Japan halt nur erschienen. Aber da ich die Anthologie besitze, werde ich danach nicht Ausschau halten. Aber finde ich schon richtig cool, ist eine Empfehlung, wenn euch das mal bewegt. Und jeweils 4 €, guter Zustand mit Anleitung, da kann man echt nicht meckern. Also das war schon ein guter Fund. Wo ich mich im Nachhinein in den Arsch beiße, ist halt, die hatten Yakuza 2, davon habe ich den ersten Teil, ist halt so ein Prügler, der in den letzten Jahren wirklich so im Preis richtig exorbitant angestiegen ist. Den hatten die für 15 oder 17 €. Ich glaube, es waren 17 € da. War ich zu geizig, war mir irgendwie zu teuer, habe ich liegen lassen. Und dann auf der Fahrt dann irgendwie mal so gegoogelt, beziehungsweise als ich zu Hause hier angekommen bin und mir gedacht, vielleicht hättest du den tatsächlich für diese 17 € mitnehmen sollen, das PlayStation 2 Spiel Yakuza 2. Naja, verpasste Gelegenheit. Ich werde es überleben, aber da seht ihr mal, das ist auch mal so, dass ich mal eine falsche Entscheidung treffe. Dann war ich komischerweise in Oberhausen unterwegs und habe, was heißt hier komischerweise, habe ich dann dort auch tatsächlich eine Videothek entdeckt. Genau die gleiche Situation. Ranfahren, jetzt mache ich hier Pause und guck mir das Zeug hier mal an, was ihr hier habt. Dann auch ein paar nette Funde gemacht. Die hatten noch zusätzlich irgendwie 15% oder irgendwie Rabatt auf die Sachen, die hatten. Ich kann euch sagen, für die 4 Sachen, die ich gekauft habe, habe ich insgesamt dann 11 € bezahlt. Was ich echt in Ordnung fand. Ich habe dann angefangen mit einem Film, der Seltenheit genießt, den ich als japanische Laserdisc nur habe, The Wiz.
Ist so eine Wizard of Oz-Version mit Schwarzen und mit Michael Jackson und Diana Ross, glaube ich, tatsächlich. Habe ich noch nie gesehen. Lag bei mir eben wirklich als japanische Laserdisc irgendwie rum und wird halt immer wieder so ein bisschen zitiert. Ist wahrscheinlich total abstrus. Ist mir so halt nie in freier Wildbahn über den Weg gelaufen und dann muss ich den einfach mal mitnehmen. The Wiz. Blaxploitation lässt fast grüßen, würde ich fast sagen. Dann eher etwas langweiligere Funde, obwohl ich früher halt immer Spaß daran hatte, je einfacher, desto besser. Star Sweep für die PlayStation 1 ist ein Budget, also ich möchte nicht sagen Low Budget, aber ein budgetierter so ein Stapelspiel, Puzzler, so würde ich es mal formulieren. Und dann eben Mohun 3, total unspektakulär, aber beide waren gut erhalten, beide fehlten mir und so. Mohun ist auch so ein Hirnabschaltspiel, einfach ein paar Klick, Klick, Klick. Ich gehörte auch zu den Opfern des ersten Teils auf dem PC, wo du noch mit der Maus nach diesem Mohun gejagt hast. Da habe ich gesagt, komm, da kannst du den auch mitnehmen. Und zu guter Letzt, was dann wirklich ein Schnapper war in dieser Sammlung zusammen, ist hier für die PlayStation 2 God Hand von Capcom. Auch ein Prügler, den ich zwar schon hatte, aber da fehlte mir das Cover, das war irgendwie selber ausgedruckt und eben alle vier für 11 € kann man sich ja hochrechnen, finde ich dann durchaus angemessen. Also es war ein echt guter Fund. Ja, so ein bisschen abschweifend. Ich war beim Türken. Also das ist, wenn du mal so ein paar Süßigkeiten oder so haben willst, es gibt so einen Türken hier bei uns in Ohligs, also es ist ein Stadtteil von Solingen, also der führt da so ein straffes Regime. Man glaubt gar nicht, wenn man sich da mit den Leuten unterhält, man denkt sich, ja, hier südländisches Temperament, da ist irgendwie, wird alles locker gemacht. Aber ich glaube, die Läden, die im Feinkostbereich oder Import-Exportbereich da überleben, die führen schon so ein straffes und wirklich gutes Regime. Und da bin ich halt ab und zu mal oder weiß ich nicht, irgendwie wegen frischem Gemüse und so weiter und so fort. Dann geht man da hin, da hat man hier auch keine großartige Wahl. Und was ich Lustiges entdeckt habe, ich habe mir da schon mal für 99 Cent einen Stormtrooper-Kopf-Helm gekauft und der kostet woanders irgendwie 5, 6 € habe ich gesehen. Ja, das sind die unverschämten Leute, aber hier bei meinem Token hat der nur 99 Cent gekostet und zusätzlich da im Kassenbereich, ne, habe ich diesen kleinen Panzer gefunden. Nichts Großartiges, irgendwie für 2 € 1,99, da waren irgendwie Bonbons drin, den habe ich einfach mitgenommen, also im Zuge von, ich habe ja eben euch da Metal Slug gezeigt und unter anderem der sieht so Anime-mäßig aus, der Panzer, da habe ich mir den einfach mitgenommen, mal damit dann zu basteln und halt so ein Deko-Objekt zu haben, wenn ich den schwarz grundiere, entsprechend anmale, da kann man irgendwie was draus machen, weil der mich sehr, sehr, sehr stark an die Metal Slug Panzer erinnert hat. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Seht ihr, sogar beim Nahrungsmittelhändler könnt ihr diverse Schnäppchen machen. Ja, gibt es da noch was, was ich euch vorstellen kann? Yes! Und zwar fast zum Abschluss, bevor ich zu den Hot Wheels komme, so ein paar Filme, die ich in günstigen Läden wie Teddy und Kick geschossen habe. Angefangen ein Frühstück bei Tiffany. Ist ein Klassiker mit Gregory Peck. Ich habe den noch nie gesehen oder ich glaube, ich habe den als Kind mal gesehen, aber habe keinerlei Erinnerung daran. Und ich glaube, viel gefrühstückt haben die nicht. Für einen Euro sollte man das für seine Klassikersammlung dann doch mal mitnehmen. Auch ein Euro. Ich bin, ja, Eichhörnchen-Alarm. Ich bin großer Fan von dem, wie heißen die? Die Griswolds. Fan mit Charlie Chase. Ist das Charlie Chase? Ja. Chevy Chase, genau, Charlie Chase, sage ich schon, für einen Euro. Das ist hier so eine Fortsetzung, von der ich mir eigentlich gar nichts erwarte. Aber es sind diese Lampoon Vacation Geschichten, die schrillen vier auf Achse, die schrillen vier in Europa und dann eben wirklich ja, die Weihnachtszeuge von denen, die ist die kultigste und alle die beste, halt, also halt mit dem Eichhörnchen-Alarm. Ansonsten bin ich jetzt kein ausgezeichneter Fan von diesen Saturday Night Live-Schauspielern und Chevy Chase auch nicht wirklich. Die drei Amigos vielleicht noch, die fände ich noch leidlich gut und das muss halt wirklich keine anspruchsvolle Kost sein, aber für den Euro will ich doch mal reinluren, weil ich die anderen Filme halt auch schon aber in dem Fall auf Blu-ray besitze, wie auch immer. Ja, dann ging es weiter, auch im Kick in dem Fall. Ich glaube, der Teddy, der stößt so langsam seine Filme ab. Also ich habe lange da keine neuen DVDs entdeckt. Das heißt, im Kick habe ich diese Schnäppchen gemacht für 2 €. Britischer Film, 3 und raus. Witzige Geschichte für so einen Low-Budget-Film. 1,99 hat der gekostet, ja. Blu-ray, U-Bahn-Fahrer, da schmeißt sich natürlich ein Selbstmörder irgendwie irgendwann mal vor seinen Wagen.
Und Tag darauf hat ein Mann einen Herzinfarkt und fällt ihm auch wieder vom Wagen. Und dann bekommt er erzählt, wenn er drei Leute überfährt, kriegt er eine super lebenslange Beamtenrente. Und dann sucht er nach jemandem, in dem Fall ihn hier, der sich dann quasi als drittes Opfer zur Verfügung stellt, weil nichts zu verlieren hat, und teilt dann seine Rente oder das, was er als Bonus ausgezahlt bekommt, mit seinen Hinterbliebenen. Und dann entwickelt sich eine ganz lustige Geschichte darüber. Und ich bin ehrlich, ich habe, glaube ich, unter anderem den Film mir zugegriffen, weil ich die gleiche Mütze wie der Typ hier habe. Aber trotzdem, echt unterhaltsamer Film. Für 1,99 macht man da nichts falsch mit. Yes, last but not least, Rock the Casbah mit dem guten Bill Murray. Der hat schon einige gute Filme gemacht, muss man sagen. Ich finde jetzt nicht jeden Schuss ein Treffer. Die Wes Anderson-Sachen waren natürlich alle top, aber anderes, ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht vor allem der Fan. Rock the Casbah habe ich sehr viele Erwartungen reingesetzt. Da geht er als, sage ich mal, Rock'n'Roll-Manager in den Nahen Osten und ja, erlebt da diversen Mist irgendwie, der ihm da passiert, mit Bruce Willis in einer Rolle. Netter Film, hätte ich mir allerdings ein bisschen. Ja, intellektueller gesagt, ist jetzt ein bisschen blöd, aber mit mehr Anspruch und nicht so klamottig vorgestellt. Aber trotzdem erfüllt seinen Zweck, ist sehr unterhaltsam. Guter Bill Murray, guter Bruce Willis. Und für 1,99 nimmst du den auf jeden Fall mit. So, Ende Gelände mit der normalen Vorstellung. Hier, wer Lust hat, kann noch im Anhang dranbleiben. Dann zeige ich euch mal ein paar aktuelle Hot Wheels-Modelle. Den Rest, den danke ich fürs Zugucken. Sehr willkommen ist natürlich wie immer, damit man dann irgendwie überhaupt ein Feedback spürt. Wir sind ja nicht kommerziell, wir sind ja nicht monetisiert. Das heißt, das Einzige, worauf wir uns verlassen können, sind eure Klicks und eure Daumen rauf. Das heißt, es wäre schön, wenn ihr das macht. Jetzt betteln wir hier schon wieder und Kommentare sind halt auch sehr erwünscht. Besonders hier Tipps oder ja, Mensch, du hast da viel zu viel Geld ausgegeben. Geben oder das ist noch ein gutes Spiel, das solltest du dir auf die Agenda schreiben. Das ist halt immer sehr, sehr willkommen. Dann verabschiede ich mich, gehabt euch wohl und den Rest wünsche ich noch viel Spaß an der angehängten Hot Wheels-Vorstellung. Ich präsentiere euch halt im Folgenden die Modelle, die ich in den letzten Wochen und Monaten mir zugelegt habe. Erstmal mit der älteren Serie angefangen. Ein Hotdog-Mobil. Street Wiener. Großartig, es ist ein Hotdog im Brötchen, hier vorne mit so einer Wendepfanne oder so einem Wendeteil und hier hinten ist so ein fettfreier George Foreman Grill. Großartig, also das ist Albernheit Deluxe, das musste ich einfach haben, den Street Wiener. Großartig, ist halt noch so ein Modell von 2017, das heißt noch älteres Semester, nicht mehr so ganz aktuell. Auch nicht mehr so ganz aktuell, obwohl ich es to toll fand. Hier der Quick Bite, so ein Food Truck, so ein Burrito Tortilla Truck. Fand ich jetzt hier die Bemalung irgendwie, keine Ahnung, zwischen schräg und gruselig, was die Farbkombination anbelangte, aber besonders gruselig. Hier seht ihr den Indianer am Grill, oder was es sein soll. Entweder hat er ein Eis in der Hand oder irgendwie so eine Waffe. Finde den total creepy, keine Ahnung. Was heckt der aus? Was für Tortillas hat der? Also von dem würde ich keine Tortillas kaufen, aber trotzdem irgendwie ein witziges Gefährt. Ja, zu dieser alten Serie. Tja, man kann nicht dran vorbeigehen. Für 3 Euro habe ich ihn gefunden. Den guten alten Ecto 1 in dieser Sonderserie. Die mag ich zwar nicht besonders. Ich habe das lieber, wenn man so ein Auto in der regulären Serie findet. Das macht den Jagdreiz aus. Das ist, glaube ich, auch schon aus dem Jahr 2016 das Modell. Aber für 3 Euro kannst du halt nicht dran vorbeigehen. Also so viel zu den alten Sachen. Und jetzt kommen wir. Ja, zu den aktuelleren der 2018-Kollektion, die es jetzt schon zu kaufen gibt. Ich war beruflich halt wieder unterwegs und war in Aschaffenburg. Und da habe ich Folgendes hier entdeckt. Also hier dieses Justice League Batmobil. Hier nochmal original verpackt. Das läutete für mich die 2018er-Saison ein. Aber ihr wisst ja, ich komme aus Solingen, hier in Nordrhein-Westfalen. Das hat einige gedo Wochen gedauert, bis ich hier bei uns im Raum die 2018er entdeckt habe. Das heißt, ich war ja sehr traurig, dass ich erstmal nur dieses Modell entdeckt habe. Es ist das schon bereits rausgekommene Batmobil, nur eben mit so einer frei beweglichen Maschinenkanone oder Automatikkanone, wie man es bezeichnen will. Nett, aber jetzt nicht toll, aber wenn man auch irgendwie schon 100 andere Batmobile in seiner Sammlung besitzt, muss man da natürlich zugreifen. Aber ich war eben wirklich verwundert im Woolworth in Aschaffenburg, dass die da den schon hatten.
paar interessante Modelle noch. Ihr wisst ja, die Sache mit den Autos, also für mich sehen heute alle Autos gleich aus. Und deswegen finde ich solche alten Dinger eben faszinierend. Angefangen hier von dem Honda City Turbo, so eine kleine Gurke, so eine Nippelpinne. Aber irgendwie fand ich die echt nett und süß. Die musste ich mitnehmen. Die hat mein Herz gewonnen, wie so ein Herbie quasi. Eben 2018-Version. Ebenfalls. Ein Modell, das es schon gab, das ich schon in Blau besitze, das es glaube ich jetzt in Rot gibt, das ist einfach eine Farbvariante. Das ist hier der Roller Toaster. Das spricht meinen Sinn für Unsinn natürlich richtig an. Das ist ein Auto, bei dem quasi Toast rausschießen. Und als gutes altes Chrom-Modell fand ich den auch besonders passend. Also für so einen Toaster, klasse. Konnte ich mir nicht entgehen lassen. Was noch, was noch? An schönen, interessanten Autos ohne Filmzusammenhang. Einmal hier so ein toller 67er Camaro, hier sehr simple Flammenoptik, also da haben sie es nicht übertrieben, wunderschön, rot prägnant, ein paar Flammen an der Seite, klasse, so sollten mehr von diesen Autos aussehen und es scheint hier auch so eine Art Celebration Anniversary zu sein von GM. Halt auch ein 2018er. Nee, das ist ein 2017er Modell. Nein, hier bin ich reingefallen, das hat sich reingeschmuggelt. Naja, aber ich fand's schön. Ist das hier wenigstens 2018er? Nightburners 2018, tatsächlich. Ich habe so eine andersfarbige Variante, die fand ich auch schon cool. Halt von dieser 68er Corvette, Gas Monkey Geschichte, ist glaube ich auch so ein Reality-Format auf irgendeinem Spartensender. Hier fand ich das Blau, also wird man vielleicht nicht so gut sehen, die blaue Lackierung wirklich sehr schön. Die Flammen sind nah am übertrieben sein, aber halten sich in Grenzen. Aber ist halt so ein Mobil, was es halt auch in meiner Kindheit, 80er, 90ern irgendwie schon so gab. Und da musste ich halt zugreifen. Und diesmal ist es wirklich eine 2018er Version. 18er Version. So. Der Rest sind jetzt dann tatsächlich Movie-Tie-Ins und ich muss halt sagen, ich war recht enttäuscht, weil quasi nur alte Sachen, die schon rausgekommen sind, halt wieder recycelt wurden. Hier diesen Snoopy, hier, also ursprünglich ganz nett, so ein Hot Rod auf so einem Haus, wo der Snoopy hier sich den roten Baron abspielt, also mit so Details, der Boden, der ist grün, quasi wie so ein Rasen. Und der Snoopy obendrauf ganz toll, aber ich glaube, dieses Modell ist halt schon in der dritten Auflage. Das Einzige, was sich geändert hat, was ihr aufgrund der schlechten Kameraqualität wahrscheinlich nicht sehen werdet, ist hier die Felgen. Die sind bei den drei Modellen, ich glaube, das erste ist 2015 rausgekommen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die drei Modelle, die es in der Neuauflage inzwischen jetzt gibt, die haben alle einfach nur unterschiedliche Felgen, sonst hat sich nichts geändert. Halt für uns bekloppten Sammler, die das halt mitnehmen wollen. Wo ich keinerlei Unterschied erkannt habe, vielleicht, wenn einer unter euch ist, der sich sowas dann auch noch holt, ist hier die Yellow Submarine von den Beatles. Da konnte ich irgendwie keinen Unterschied feststellen auf den ersten Blick. Ich habe jetzt auch keinen Vergleich gemacht, bin ich ehrlich. Es ist halt nur hinten zu sehen, dass es die 2018-Version ist und ich bin beruhigt, dass ich mich hier nicht geirrt habe. Ob es einen Unterschied hier im Background-Bild gibt oder hier, ob ein Punkt zusätzlich bemalt wurde, das kann ich nicht sagen. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, es hat sich gar nichts geändert. Ja, aber das Sammlerherz mit dieser anderen Packung musste halt sein, musste ich mitnehmen. Wo sich eigentlich auch kaum was geändert hat, wo ich dann halt auch immer an die Simpsons-Folge denken muss, hier diese Milano. Das ist 2018er. Er hat diesmal recht, 2018er Version, also hier von Guardians of the Galaxy, in dem Fall zu Volume 2, hat sich Folgendes geändert. Details habe ich jetzt hier auch nicht verglichen, aber hier der Standfuß von der Milano ist in der Neuauflage in so einem durchsichtigen Blau und bei der ersten Auflage ist der einfach durchsichtig. Wen es halt wichtig ist, ich fand es halt nett, sowas mitzunehmen, vielleicht so nebeneinander gestellt. Im Regal macht sich das immer gut. Auch eine reine Farbvariante ist hier der Warhawk, glaube ich, von Halo, wenn ich mich nicht ganz irre. Der war erstmal in so ein Camouflage-Muster rausgekommen und die 2018er-Variante ist halt in so einem, ja, ich möchte fast sagen, edlen Schwarz. Hier mal der ausgepackte, also in dem Fall kaufe ich mir mal zwei, einen zum Auspacken und einen verpackt halten. Ich finde ja, auch hier lässt die Kameraqualität das zu wünschen übrig. Es gab ein paar Batmobil-Varianten, wo ich gesagt habe, boah, die waren detailliert, aber in der Art und Weise, wie hier der Lack auf diesen Modellen angebracht wird, kamen die nicht zur Geltung. Das sah einfach aus, als ob man auf was sehr Detailliertes fetten Lack drauf gemacht hat. Und es war nicht sehr gut. Und das muss ich sagen, ist denen hier bei diesen Warthog oder Warhawk sehr gut gelungen. Also Details auf den Dingern und halt eben sehr, sehr gut lackiert. Müsst ihr euch mal live angucken, falls ihr euch für diese Sachen
Sachen interessiert, aber fand ich jetzt wirklich einen Aufstieg im Vergleich zu anderen Modellen. Last but not least, wie könnte ich euch gehen lassen ohne ein weiteres Bettmobil? Hier wieder ein sehr klassisches, in 2000er 18 Auflage, was es aber auch schon so gab in anderen Farbvariationen. Ich meine, das gab es auch so schon im letzten Jahr in so einer neuen Auflage. Wahrscheinlich auch hier wieder die Felgen einfach nur geändert. Ich finde immer auch halt, wenn man das auspackt, halt auch nett, diese Bilder halt zu sehen. Hier ist es ausgepackt. Auf den ersten Blick ein nettes Ding. Wenn du es in der Verpackung siehst, denkst du dir, boah, so ein massive Teil hier, so hier die Keaton-Variante, wenn der auf der Straße liegt, dann hebt den keiner weg. Aber irgendwie, wenn du ihn in der Hand hast, stellt man schon einen Unterschied zwischen damaligen Varianten fest. Und zwar hast du meistens die Wahl bei diesen Hot Wheels Autos zwischen entweder ist der Boden Metall oder hier das oben ist Metall. Und hier haben sie sich für die Variante entschieden, dass der Boden des Fahrzeugs aus Metall ist und hier oben Plastik, was den, wenn du den dann halt in den Händen hältst, vielleicht wenn man den anguckt, sieht, fällt das einem wahrscheinlich gar nicht weiter auf, es ist halt so ein Matt-Ding, aber wenn du ihn in den Händen hältst und dann realisierst, das oben ist ja billiges Plastik, dann gefällt er einem halt nicht mehr so, aber es ist okay, ich möchte nicht meckern. Jetzt mal echt hier, unfreiwillige Bonussequenz. Also ich habe, glaube ich, nie behauptet, der Schlauste zu sein. Obwohl doch, das behaupte ich immer, aber es stimmt nicht, wie ihr feststellen werdet. Ich glaube, ich habe jetzt auch diese Folge drum heraufgezogen, dass ich mich heute aus der Hose geschält habe, um auf den Adventsmarkt nach Hahn zu gehen, zu dem jährlich zum ersten Advent stattfindet, trotz Schnees. Also hier gab es tatsächlich so einen Wintereinbruch. Und ich werde wahrscheinlich ein Foto, das ich da auf diesem Markt gemacht habe, dann auch als Titelbild nehmen, aber habe dann irgendwie ganz vergessen zu erzählen, was ich da überhaupt erstanden habe. Das heißt, für die, die sich die Autosequenz hier angeguckt haben, gibt es jetzt was Bonusmäßiges. Und zwar habe ich noch einen Comic gefunden. Und zwar Scott McClouds, der Bildhauer. Lustigerweise hat mich in der letzten Episode jemand gefragt, ob es das auf Deutsch gibt. Ja, hier ist es auf Deutsch. Ich habe es bis jetzt als Sculptor auf Englisch besessen und bei manchen Büchern ist es halt sehr interessant, auch beide Varianten zu besitzen. Also die meisten Comic-Sammler, die halt auch nur ein bisschen Englisch können, die holen sich lieber die amerikanischen Varianten, weil die eben immer günstiger sind als die deutschen. Also auch auf dem Gebrauchtmarkt. In dem Fall ist es auch so. Ich weiß jetzt nicht, was der Sculptor, also die englische Variante, kostet, aber ich habe mal nachgeguckt, so online, so Amazon-mäßig, müsst ihr leider hierfür trotzdem so um die 20 Euro hinblättern gebraucht, weil es im Original neu 35 Euro immer noch kostet oder immer noch kosten wird. Ja, der gute alte Celi, der hatte echt Schwein. Ich bin an den Stand gegangen, hat ein Mädel verkauft, hatte dieses Buch da stehen. Ich kam da an, hab gefragt, was soll das denn kosten? Und dann fing die an, ja, ich wollte eigentlich 5 Euro nehmen, aber weil so schlechtes Wetter ist, nehme ich 4. Und dann habe ich gesagt, da freue ich mich. Und für 4 Euro habe ich den guten Bildhauer von Scott McCloud mitgenommen. Dazu gibt es auch auf unserem Kanal eine Comic-Review. Also wenn ihr Näheres zum Inhalt erfahren wollt, ob sich der Kauf lohnt. Und das war dann tatsächlich mein letztes Schnäppchen. Irgendwie so ein bisschen peinlich, aber der Amateursendung halt angemessen. Und jetzt wirklich danke fürs Zugucken. Gehabt euch wohl, ihr Lieben.